Damit ich ja nichts verliere, ich bin auch verrückt. Aua. Was lesen Sie in meiner Ort? Kann mir niemand helfen? Das war euer letzter Fehler. Was? Oh Gott. Was war das denn, ey? Ich bin auf jemanden zugelaufen, der da am Boden saß. Ja. Dann war irgendwie ein Hinterhalt. Da sind so voll viele. Man lädt nur so auf, oder bist ja. Wir sind voll viele Leute auf einmal aufgetaucht. Genau die da. Umgehen. Ja, oder was, okay. Ja. Warum sind hier so viele? Mein Gott. Alter. Setz dich mal mit deinem Flankieren, wo bist du? Was machst du da eigentlich? Er kämpft ja gegen einen Gegner, ich muss mich ja gegen vier behaupten. Ey, ich hab da einen Pfeilhagel reingehauen, was willst du eigentlich? Was ist das Gebiet groß? Das ist jedes Mal, Daniel. Wir sind doch jedes Mal in einem neuen großen Gebiet. Oh mein Gott, ist das groß. Schnauze. Was ist denn da hinten los, ey? Wer ist das? Guck mal da hinten. Oh, wie viele Leute da sind. Daniel ist ein Quest von Ziel. Ja, ich weiß, aber guck mal da vorne. Sind das Spieler? Weiß ich nicht. Nee. Da kämpft einer gegen 1 Milliarde Leute. Hast du jetzt auch mit dem geredet oder nicht? Nee. Wo ist verteidigen sich alle? Hat er gewonnen? Hat er das gesehen? Ein bisschen nur. Ja, der ist gestorben. Der rennt gerade als Geist durch die Gegend. Gegen 20 Leute auf einmal. Ja, den Typen habe ich gesehen, der hier vorbeigelaufen ist. Der, ja, ich habe schon mit ihm geredet. Ja, wir sind. Der kämpft schon wieder gegen so eine Gruppe. Alter, der rennt, was macht der denn da? Wieso legt der sich denn mit denen an? Oh mein Gott, der triggert die alle. Daniel, der tut's schon wieder. Da sind die Gegner ja viel zu stark. Komm, wir retten den. Oh, oh Bibi! Hinter dir, Daniel, hinter dir! Ma, wo kommen die denn her? Ich wollte den so heroisch retten. Der ist Level 417. Warum hat der denn hier so Probleme? Keine Ahnung. Ja, der tut hier wahrscheinlich leveln oder so, oder was weiß ich. Oh Gott, Daniel! Der rennt nicht hinter uns her. Nee, ich mach ein Problem. Ja, sehr geil am Leveln. Der bringt die zu uns, der Pisser! Solange wir nicht angreifen, gehen die doch nicht auf uns los. Guck mal, die laufen uns vorbei. Ich glaube, der wollte, dass wir dem helfen oder so. Ich weiß nicht, was der ist. Was? Die hat einen Namen. Das ist nicht gut. Die ist ein Zombie oder ein Vampir, glaube ich. So weit von vor. Ja, Daniel. Du gehst auf. Wir schaffen das schon. Das ist ein Boss übrigens. Ja, ich fall. Ja. Ich werde hier immer noch von Gegnern geknüppelt. Oh Gott, das sind auch Gegner. Jeder kämpft für sich. Mir hat schon wieder jemand gegen den Kopf geworfen. Ey. Oh, ich bin wieder beleben. Wo bist du? Nee, der Zombie ist bei mir, verdammt! Hi! Du bist perfekt! Oh Gott! Warum zum Teufel? Was denn? Oh, ah! Angegriffen, Daniel!
Ja, warum mischt die sich noch im Kampf ein? Hey, Mann, geh weg von mir. Ich habe die Quest abgeschlossen. Ich nicht. Ich rette dich, Daniel. Ich töte sie. Ja, warum kommt ihr auch mitten in den Kampf da rein? Ah, lass mich in Ruhe. Ich glaube, eine Chance gegen die. Daniel, los. Ich glaube, die kann man gar nicht töten. Die nimmt gar keinen Schaden. Ich renne weg. Ich greife dich die ganze Zeit an. Mann, die fängt mich die ganze Zeit in diesen Krallen ein. Mal hilf! Geh weg von mir, verdammt! Die zieht mich die ganze Zeit mit ihren Ketten an sich. Ich hab die auch die ganze Zeit angegriffen, jetzt bin ich auch böse. Aber mir rennt die nicht hinterher. So, jetzt ist sie weg, oder? Jetzt kommt die auf mich zu. Okay, wir werden jetzt nicht mehr von länger von. Aber ich habe den Zombie-Fuzzi besiegt und angezündet. Boah. Muss ich den noch anzünden, oder was? Ich glaube ja. Nein, nein, bitte. Müssen wir nochmal gegen den kämpfen, oder was? Vorhin an der Tür? Mit denen stand nicht die. Ich glaube schon, weiß ich nicht. Das war eine clevere Aktion, dann ich werde da nur von drei Typen verfolgt und der löst den Boss da aus, ey. Was? Der ist ganz stark, ey. Meine alleine Platz gemacht, ey. Warum sagst du denn nix? Ich hab doch gesagt, ich hab den schon getriggert und du sagst, ich lass dich mal alleine. Ja. Jetzt sind die getriggert, war super. Ich dachte, der wurde schon getriggert von irgendjemand anderen. Nein, ich hab's getriggert. Okay, wir haben nicht das Kommunikationsproblem. Das darf da eh nicht passieren, Daniel. Bleib liegen, du Pisser. Das war voll traurig, der wollte wieder aufstehen. Nur noch ein. Und Sandy took an arrow in the knee. Ah, oh, schon, ja. Boah. Guck mal, eigentlich, wenn wir alle Fähigkeiten haben, dann müssen wir eine andere Klasse nehmen, oder was? Keine Bewegung! Ja, ihr habt uns gezeigt, was für ein beachtlicher Verbrecher ihr seid. Was? Was denn? Ich meine, wir können dann die anderen Klassen skillen, oder was? Ihr habt uns gezeigt, was für ein beachtlicher Verbrecher ihr seid. Nun zeigt uns, was für ein aufrechter Bürger ihr sein könnt. Herausreden. Nein, hat nicht geklappt. Und wer will die gar nichts? Nein, Hilfe! Ich hab zu lange gebraucht, um mich zu entscheiden. Oh Gott. Warum will die denn nichts von mir? Ich bin aufgerufen. Aua! Und die greift dich auch an, die eine, das ist so eine Bürgerin. Ja, willst du mich verarschen? Ey. Ich will ja noch eine Mission machen. Das sieht so lustig aus. Errungenschaft eingeschaltet, Schnipp und weg, okay. Was soll das bedeuten? Ja, dass du für ihn entkommen bist oder so für eine Zeit oder was weiß ich. Ich hab zu lange gebraucht, um mich zu entscheiden. Dann ist das abgelaufen. Ja, jetzt bricht sie mich auf. Dabei wollte ich dir eigentlich bezahlen, damit du mich in Ruhe lässt. Herausreden hat leider nicht geklappt. Warum hat das nicht geklappt? Was soll das? Ich bin aufrichtig. Hi. Nein! Ich will bezahlen, verdammt. Ma. Ich hab grad den Spaß meines Lebens. Ey, ich wurde versteinert. Was soll denn der Scheiß? Das sieht so geil aus, ey, da rennt dir ein Skiber hinterher. Dem hast du auch nicht bezahlt. So, ich bin jetzt hier irgendwo reingegangen. Wird mir schon nicht folgen. Ja, die kommt wieder zurückgelaufen. Okay. Jetzt bin ich hier in so einen Wachturm wahrscheinlich reingelaufen mit 10 anderen von denen. Warum hast du nicht einfach deine Schulden bezahlt, ey? Warte, hier ist ein gesetzlosen Unterschlupf, was? Was? Geil, wo bin ich denn hier? Okay. Hier ist ein Hehler. Okay. Ich nehme an, hier kann man rein, wenn man. Wie du kannst ja auch rein. Ja, klar. Ich dachte, du bist schon wieder aufrichtig. Bin ich doch.
Ne, waren die schon hier geklaute Sachen. Hier kann man geklaute Sachen verkaufen. Ja, steht da gerade. Hier hast du sogar eine Bank, ey. Ich bin hier. Geil. Erweitern. Da hast du ja mal was entdeckt, Daniel. Ja. Ich kann alles verschieben, aber ich bin auch. Du, ey, selbst wenn du Scheiße baust, kommst du gut dabei raus, ey. Ja, die kann ja mein Dings, mein, hier mein Kopfgeld entfernen. Ui! Wie viel kostet das? 162. Das ist teurer, als wenn ihr einfach den. Ja, aber ich habe ja auch viel. Ich habe ja 162. Aber dann, ja. Ich kann alles verschieben, aber ich musste nur irgendwie. Ja, du hast ja auch weniger. Ich hatte ja irgendwie 90, nachdem ich von der weggerannt bin, hatte ich irgendwann 190. Okay. Ich leg mich auf den Amboss, während er auf mich raufhammert. Ist die Lava heiß? Ja, die ist heiß. Ah. Ich hab's geschafft. Glaube ich. Mach ich mal was für ein Intro. Vor allem, ich tue überhaupt nicht die Griffe berühren. Ich auch nicht. Das Feuer jetzt frei. Gebt alles, was ihr habt. Gebt uns noch mehr, aber nicht zu vorsichtig. Das Feuer ist sehr nah. Mein Gott, das ist eine langweilige Quest. Boah, was muss ich denn jetzt hier alles anfassen? Was will er denn von mir? Geh mal H durch 2. Das ist heißer als die Innereien eines Drachen. Es sollte ein wenig abkühlen. Ich bin ja so für Feuer, ne, aber das ist mir doch ein bisschen zu extrem. Geh irgendwie die ganze Zeit abfassen. Bleib zurück. Ich werde den Kampf vorbereiten. Was kochen wir denn? Ja, wir kochen mit Daniel und Vegas. Super. Die Daniel und Vegas Cooking Show. Jetzt brauchen wir ein noch heißeres Feuer. Jetzt brauchen wir noch ein heißeres Feuer. Da hat er schon dreimal gesagt. Ja. Jetzt brauchen wir ein gigantisches Feuer. Kommt mir vor wie eine dieser interaktiven Kindersendungen, wo der sagt, sagt jetzt Dreidel, damit der Jude tanzt. Die Hitze steigt, aber wir haben es noch nicht ganz. Gebt alles, was ihr habt. Ja, ich gebe alles, was ich habe. Noch nicht ganz, Kamerad. Jetzt schütte ich irgendeinen Scheiß da rein. Mehr, mach die Flamme. Mehr. Ich bin fertig. Das Feuer soll mich an die Sande von Schildwacht erinnern. Gebt ihm die Spruch. Ich glaube, der Typ hat irgendwie einen Fetisch. Ey. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Jetzt müssen wir die Schmiede verteidigen, Daniel. Ja, und wenn wir halt nicht schaffen, dann müssen wir Matthias nochmal machen, oder? Ja. Hey, ihr hasst einander, wisst ihr noch? Was? Was ist denn das für ein Arschloch? Holt sie euch! Was? Wie holt sie euch? Der bekloppt? Okay. Ja, wie soll sie losgehen jetzt?